Easy. Ja, dann mach Leerlauf rein, ich versuche dich anzuschieben. So, wir befinden uns in der Garage. Heute gucken wir mal, was bei der XC so das Problem ist. Und wir werden später eine Runde fahren, nicht nur mit der XC, sondern auch mit der DT, denn wir werden nicht alleine fahren. Zeige ich euch gleich. Vorher muss ich euch aber endlich etwas sagen. Und zwar, ab heute ist es endlich möglich, den Merch zu kaufen. Den wollte ich euch jetzt nochmal zeigen. Und zwar wird es den in verschiedenen Farben gehen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Da könnt ihr jetzt einfach mal selber nachgucken. Auf jeden Fall war das hier zum Beispiel der Probedruck. Ihr seht, der war von den Details nicht so nice. Und das hier ist jetzt der finale Print. Und der sieht wirklich so gut aus. Also diese ganzen Details, ich durfte meine Sponsoren mit drauf machen. Den Schriftzug, den haben wir auch nochmal geändert. Das ist nämlich der Schriftzug, den wir auch hier haben. Und zwar gibt es jetzt auch endlich die Release for the Feelies, beziehungsweise Pop Release Handschuhe. Die hatte ich jetzt schon mal getragen und die wird es auch bei 3D Supply geben. Hier sind übrigens auch nice Details am Start. Das sind leichte Handschuhe, die werden euch nicht warm halten, aber die haben einfach saugeiles Gefühl, weil ihr hier auch so einen Gripstreifen habt für Bremse, Kupplung, also vielleicht auch geil für Downhill, Fahrrad oder was auch immer. Jetzt widmen wir uns der KTM und später setzen wir uns dann auf die KTM und fahren auch noch eine Runde mit beiden Bikes. Seht ihr gleich, habe ich ja schon gesagt. Was war das Problem bei der KTM? Da war die Zündspule kaputt, beziehungsweise doch, es war die Zündspule kaputt. Die haben wir jetzt einmal neu, das heißt, die werden wir jetzt eben einbauen. Hier haben wir einmal Zündspule, Zündkerzenstecker und eine neue Zündkerze, dachte ich mir. Kann ich einfach auch mal mitbestellen, das schadet ja nicht. Dann gab es dazu endlich einen vernünftigen Drehmomentschlüssel und, was auch noch dazu passt, einen passenden Schraubensatz. Richtig geil. Ihr werdet es kennen, das sind alles Originalschrauben, die bei der KTM halt wirklich verbaut sind. Wo sehen wir das? Zum Beispiel hier bei der Gabelbrücke. Haben wir sogar eine Tabelle, sehen kann, welche Schraube wohin gehört. Gerade sowas hier, das findet man halt leider nicht im Baumarkt. Gibt es bei KTM Powershop. Da bestelle ich, boah, jetzt bin ich fast umgefallen, da bestelle ich immer meine Sachen, wenn ich was für die KTM oder für meine Husqvarna damals brauche. Super nice ist halt, da gibt es ausschließlich Originalteile von KTM. Das heißt, da könnt ihr quasi nichts Falsches kaufen. Und genau, mit meinem Code SEEKY gibt es dann noch 10% auf alles, was ihr findet. Jetzt bauen wir die Zündspule ein. Das ist die alte, das ist die neue. Super, mir fällt gerade auf, ich habe keine Schrauben mehr dafür. Sehr nice. Besser hätte das auch nicht sein können. Im Schraubensatz gab es natürlich noch die richtigen Schrauben. Das ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Was sagt ihr? So, hier nochmal das alte Zündkerzenbild. Zum Schluss kommt noch der neue Zündkerzenstecker hier drauf. Jungs, die Stunde der Wahrheit. Wir machen sie jetzt mal an. Beziehungsweise wir gucken mal, ob sie überhaupt laufen wird. Alter, seitdem wir nur noch mit der DT gefahren sind, lief die XC jetzt. Ich weiß es nicht, ich traue es mich nicht auszusprechen. Monat? Auf jeden Fall mehrere Wochen lief sie nicht. Und jetzt packen wir ein und dann treffen wir uns mit Stefan. Stefan macht Release mit der DT. So Jungs, da sind wir. Die EXC hat die neue Zündspule drin und wir werden die EXC jetzt nach langer Zeit nochmal fahren. Hier steht die DT und da hinten ist Stefan. Stefan hat mir das schon mal in einem anderen Video gezeigt. Stefan wird heute die DT fahren und Stefan ist mit seiner 50er mal auf der Autobahn mit mir gefahren. Da ist sie einfach auf der Autobahn hochgezogen. Deshalb bin ich mir sicher, dass Stefan die DT noch in einem hohen Gang hochziehen kann. Und das werden wir heute herausfinden. Er ist gerade mit seinem Roller da. Und es bleibt leider nicht mehr viel Zeit. Wie ihr seht, es ist sehr dunkel. Und Stefan, komm mal her! Uff, mit dem Roller. Korrekt. Nice, geht. So, ja, ich habe gehört, du kannst Wheelies mit der DT machen vielleicht, beziehungsweise du hast ja damals auf der Autobahn im vierten, fünften, nee, welchem Gang war das? Fünfter, ja. Fünfter, also letzter. Ja. Nee, der Abend sechster, sechs Gänge. Ah, okay. Aber sechster... Schwierig. Fällt mir aber locker auf den Motor. Okay, ja, dann, ich würde sagen, du guckst einfach, ob du das auf der DT auch schaffst. Ich hoffe, beide laufen, jetzt fahren wir erstmal eine Runde warm und dann lassen wir es ein bisschen knacken, oder? Fünf DTs bist du schon gefahren. Die waren alle offen. Ja, die ist nicht offen. Also ich war gespannt. Aber ich habe die im dritten Gang hochbekommen, einmal, als ich es versucht habe. Dritter Gang ist auf jeden Fall möglich. Und ich glaube, du hast diese Technik noch ein bisschen besser raus als ich. Ja, dieses Fahrwerk reinziehen, Kupplung. Guck mal, mit dem Kicker. Ja, komm. Der Zweitaktfahrer. Ah, boah, ist das komisch, hier drauf zu sitzen. Ich komme gar nicht klar. Junge! Die qualmt alles voll. Jetzt sehe ich auch, wie das aussieht von außen. Boah, das ist... Junge, wie fühlt sich das denn an? Ich bin ohne Scheiß, habe ich ja eben schon gesagt.
monatelang jetzt, oder das heißt monatelang, ja schon, ein, zwei Monate nur. Na okay, ich bin jetzt circa einen Monat nur die DT gefahren. Das fühlt sich Alter. Das fühlt sich an, als wäre ich noch nie eine große gefahren. Jetzt sehe ich sie einfach das allererste Mal so während der Fahrt. Ist schon nice. Man könnte denken, es wäre eine große, finde ich. Boah, ist das nice. Ich freue mich, dass es so geil aussieht irgendwie. Da probiere ich das, glaube ich, im dritten, aber es könnte noch was werden. Junge! Alter, es fühlt sich so komisch an, ohne Spaß. Man gewöhnt sich so krass ein, ein Motorrad zu fahren. Ja, da kommt sie fast im dritten. Ja! Steffen hat es geschafft im dritten Gang. Gedrosselt muss man dazu sagen, mit 15 PS. Mir egal. Geradeaus? Okay, wir fahren geradeaus. Ja! Ah! Oh, im Stehen könnte es auf jeden Fall klappen. Was sagst du, ist dein erster Eindruck? Schwer. Ist schwer? Hast du im dritten die aber hochbekommen eben, oder? Ja. Ja. Hast du auch vierter Gang probiert? Noch nicht. Okay, weil alle schreiben immer bei mir drunter, hier, guck dir mal mein Video an, sechster Gang easy, aber sind halt nicht gedrosselt, ne? Also ich denke, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, geht dann locker. Ja, guck mal, du hast jetzt bei der ersten Fahrt im dritten geschafft. Ich habe es 10-mal probiert im dritten. Ich habe es einmal halbwegs geschafft. Aber du hast es auf jeden Fall gut raus, dieses Einfedern und so. Ja, das fühlt sich gerade an, als wäre ich noch nie in eine XC gefahren, ne? Ich fahre die gerade zum ersten Mal. Also seitdem die kaputt war. Du hast eh Start auch. Achso. Ja. Junge, Stefan haut hier einfach raus. Das wär sein Bike. Ja. Easy. Junge! Ja, manchmal zickt die so ein bisschen. Komisch. Hä? Ah, Chalk ist draußen, ne? Ja, kannst du nochmal gucken. Oh nein. Mach mal aus. Was hat sie denn jetzt für ein Problem? Warte, ich probiere auch mal. Ganz komisch. Shit. Einfach die magischen Hände. Versuch mal leicht einen Scrape zu machen hier. Ja, irgendwie seufzt sie gerade ab, aber warum auf einmal? Junge! Das ist so krass, er setzt sich auf ein fremdes Bike und haut es einfach sofort raus. Ja! Nice! Hä, warum läuft sie so? Sie zickt voll. Sie will nicht laufen. Fuck. Jungs, DT läuft nicht mehr. Was ist das Problem? Ich glaube, sie läuft jetzt gar nicht mehr gerade. Ja, dann mach Leerlauf rein. Ich versuche dich anzuschieben. Fuck. Soll ich mit deinem Roller gucken, was geht? Junge! Zu wild. Boah. Meinst du, man kann nicht springen? Junge, ich dachte, er zieht durch. Er zieht wirklich durch.
Junge! Ey! Junge! Stefan! Komm! Junge! Ich würde sagen, nächstes Mal fahren wir auf die Crossstrecke, oder? Ich komme mir vor, wie bei die wilden Kerle. Oh, jetzt haut er die Circles raus. Er haut die Circles raus. Standing Circles. Ah. Wuhu. I'm done acting like the enemy ain't made of gold. Solid to the core, I can never play a role. And if she trying to choose, tell her I don't take a rose. Know they hate me. Mir ist schwindelig. Das war's, es wird dunkel. Wir haben auf jeden Fall das Beste aus den letzten 30, 20 Minuten gemacht. RIP DT, die Baustelle endet nie. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Checkt Stefan aus, Link in der Beschreibung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.